endlich von der Schule nach Hause und ein bisschen Fernsehen gucken und... Mama, Mama, was machst du? Nein. Nein, warum, Mama? Steh auf, du bist zu spät zur Schule. Hm, sagen wir wollen nicht gehen oder fühlen wir uns schlecht? Ich würde sagen, nö, Mama, ich habe keinen Bock auf Schule. Du musst studieren oder du wirst so wie dein Papa. Aber ich möchte eines Tages Basketballspieler werden. Du wirst ein Doktor. Los, steh jetzt sofort auf. Okay, Mama, okay, ist in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass ich von der Schule geschmissen werde. Denn heute machen wir etwas, was ihr niemals nachmachen solltet. Wir werden der schlechteste Schüler und versuchen, von der Schule geschmissen zu werden. Oh, nein, wir sind zu spät zur Schule. Dip, 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 jetzt ganz entspannt. Ach, wir haben sowieso nur Matheunterricht. Ich hab sowieso keine Lust auf Mathe. Deswegen würde ich sagen, let's go. Hallo? Wo ist hier mein Matheraum? Okay, hier ist das Badezimmer. Hallo? Kann ich einmal durch? Ich muss schnell zum Matheunterricht kommen und... Oh, Tag Nummer 1, Matheunterricht. Warum, hebst du deine Hand? Hallo, hallo, na? Ich glaube, meine Hand ist voll mit Helium, oder? Ich hab vergessen, warum. ich weiß nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich hab vor 5 Sekunden meine Hand hochgehoben. Wieso stehe ich auf? Wieso stehe ich dafür auf? Ich hab's vergessen. Ja, Schwachsinn. Setz dich sofort hin. Okay, okay, ist in Ordnung. Heben wir wieder eine Hand oder heben wir sogar beide Hände? Diesmal, Freunde, heben wir beide Hände nach oben. Und, okay, wir heben jetzt... Oh, wow, okay. Da heben wir beide Hände nach oben. Was ist jetzt dein Problem? Du bist mein Problem. Ey, yo, du bist mein Problem. Was? Oh nein, oh nein. Was? Geh aus meiner Klasse sofort raus. Ach, Mann, Mann. Ich rausgehe. Ich spaziere einfach drauf. Ah, das war doch ein toller Matheunterricht. Mathe, check. Als nächstes, wer mit den Lehrer pranken. Freunde, schaut doch gerne auf meine Merch-Shop vorbei für meine eigenen Centex-Plüschtiere. Auf merch.shop/centex. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Junge, wie, bist du 2 Meter? Holy. Ich glaube, der ist irgendwie 10 Klassen sitzen geblieben. Der passt doch nicht mal durch die Tür durch. Wie ist der da reingegangen? Naja, ich würde sagen, wir... Hey, da bist du ja wieder. Wir kümmern uns um unsere eigenen Probleme. Denn unser Ziel wird es sein, von der Schule geschmissen zu werden. Und dafür werden wir die Lehrer pranken. Banane oder ein Seil? Wir nehmen eine Bananenschale und werfen sie jetzt dahin. Yeet. Oh mein Gott. Voll reingefallen, Frau Eichhörnchen. Tja, ich mag sie sowieso nicht. Sie geben mir immer schlechte Noten. Und deswegen würde ich sagen, oh, platzieren wir Kleber oder eine Rakete auf ihren Stuhl? Was ist eine Rakete? Und, Junge, was ist das? Ist es ein Jetpack? Als ob sie das nicht merkt. Okay, und jetzt würde ich sagen, Achtung, Houston, Zündung in 3, 2, 1, um. Was? Was ist das? Okay, also wenn ich dadurch nicht von der Schule geschmissen werde, zack, dann weiß ich auch nicht. Oh, wir bekommen sogar Geld dafür. Let's go. Freunde, habt ihr schon meinen brandneuen Kanal abonniert? Santi und Viti. Auf diesem Kanal gibt es jeden Tag ein brandneues Roblox-Video. Also schaut unbedingt vorbei auf Santi und Viti. Aber Freunde, wir sind immer noch in den Schulgängen am Start. Wir werden einfach nicht von der Schule geschmissen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Aufgabe, zum Klassenraum. Ich hasse, oh mein Gott, Mathe schreiben dahin und... hallo? Hey, du, was machst du da? Ich übe Mathe oder du wirst nicht verstehen. Ich bin in Mathe gerade am Üben. Genau, genau, das siehst du doch. Bitte stör mich nicht. Du darfst nicht an die Wände schreiben. Wer hat dir das gesagt? Das halte ich aber für ein Gerücht, muss ich sagen. Ich werde dich zum Direktor bringen. Wir schreiben einfach weiter. Ey, yo, tschüss, Kollege. Und ich hasse den Hausmeister. Oh mein Gott. Schreib mir voll rein. Kinder wie du sind der Horror. Dankeschön. Ich habe nur sowas noch Nettes noch nie gehört. Zack. Als nächstes kommen wir zum weiteren Prank. Wo ist eigentlich der 2-Meter-Typ wieder? Ich habe den lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Okay, sie schaut immer noch auf die Hefte. Ah, da ist er ja. Junge. Und ihr guckt euch das Ganze mal wieder durch die Tür geht. Und. Warte mal, wohin geht der? Wohin geht der? Warte mal. Was ist das? Er geht durch die Wand. Okay. Interessant, interessant. Es gibt Nachsitzen für dich das ganze Wochenende und... Oh mein Gott. Nicht, das macht mich so... glücklich. Foot Spray oder Rubber Chicken? Chicken. Wir nehmen das Chicken, Freunde. Chicken. Und, oh, damit werden wir jetzt hier... Oh, das Chicken auf dem Platz machen und... Oh, Prank. Voll drauf reingefallen auf den Prank. Okay. Als nächstes holen wir... Was ist das hier? Für eine Fernbedienung. Zack, let's go. Oh, und schalt das... Ah, sie haben sich geküsst mit... wer auch immer das ist. Zack. Und wir kommen zur letzten Aufgabe. Zum Examen. Oh, wir schreiben eine Arbeit. Okay, was hat 1783 geendet? Der amerikanische Kampf oder 1782? Also 1783 hat 1782 geändert. Ja, ja, ich glaube, das ist richtig. Okay, mal ein...
Eine Pflanzenzelle. Oh mein Gott. Einfach eine Pflanze in der Zelle. Ich glaube, das ist auch richtig. Bob hat 30 Süßigkeiten. Er hat 26 gegessen. Was hat er noch? 4 Süßigkeiten oder Diabetes? Oh mein Gott. Okay, 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 Freunde. Wir haben Diabetes natürlich. Und wir haben alles richtig? Oh nee, warte mal. Was? Wir haben eine 1. Junge, ich bin zu gut. Ich wollte der schlechteste Schüler sein. Okay, die Schule ist zu Ende. Wir legen uns ins Bett. Legen uns ein bisschen hin. Und der nächste Morgen ist da. Tag Nummer 2. Aufstehen, aufstehen. Och Mann, och Mann. Ein weiterer Tag. Aber Freunde, willkommen zum Basketballtraining. Yo, oh mein Gott. Ich will nämlich Basketballspieler werden. Schaut euch diesen Wurf an. Ha, er ist so gut. Ich wundere mich, wieso er so früh dran ist. Hey Kind, warum bist du hier bevor der Schule? Ich möchte ein Pro-Player werden oder ich liebe Basketball. Ist das nicht das Gleiche? Aber ich möchte eines Tages ein Pro-Basketballspieler werden. Ja, ja, ja. Ich werde mal krass sein. Ha, du bist sehr talentiert. Ich kann dich zu einem Basketballstar machen. Willst du meinem Trainingsplan folgen? Ja, Coach, oder bist du in irgendwas gut? Okay, wir sind nett. Zu ihm sind wir nett, Freunde. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gut werden in Basketball. Triff mich in 2 Tagen für deine erste Session. 2 Tage? Ich dachte, wir spielen jetzt. Ich meine, Junge! Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, er ist ja krass. Yo, okay, so. Sorry, Basketballtraining, check. Hey, da ist er doch. Warte, wohin geht sie? Wohin geht sie? Wieso machen wir das Training nicht jetzt? Und okay, Freunde, wohin wird er gehen? Okay, er geht weg, er geht weg. Da ist nix. Wohin geht? Okay, okay, alles klar, alles klar. Er hat einfach keine Lust auf mich. Ich glaube, er hat keinen Bock auf mich. Und ab geht es in den Matheunterricht. Ach Mann, ich habe keine Lust. Los, komm her und finde X. Und wieso ich? Wieso ich? Okay, Freunde, wir haben ein Ziel. Wir müssen vor der Schule geschmissen werden. Okay, wir kreisen X ein, würde ich sagen. Wir kreisen X ein und hier ist X. Ich hab's gefunden und denkst du, du bist lustig? Ja, eigentlich schon, muss ich sagen. Geh zurück auf deinen Platz. Das war nochmal ein erfolgreicher Matheunterricht. Folg mir in mein Büro. Was? Oh mein Gott, wir sind zum Direktor. Let's go. Oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens. Okay, Freunde, vielleicht werden wir von der Schule geschmissen. Tag Nummer 2. Du bist echt sehr unhöflich. Das ist deine erste Verwarnung. Oh nein, das macht mich so glücklich. Was ein stressiger Schultag. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ab nach Hause. Aber wir trainieren weiter natürlich. Denn eines Tages will ich Basketballspieler werden. Du hast eine Verwarnung von der Schule bekommen. Ja, ich möchte aufhören mit der Schule. Ich will Basketballspieler werden, Mama. Du wirst wochenlang das Geschirr machen. Och nö, nicht das dreckige Geschirr. Ey, Mann, aber immerhin besser als Schule, muss ich sagen. So die ganzen Nutella-Reste hier wegmachen von meinem Brot, das ich gegessen habe. Die Tomatensauce. Oh, ja, wunderbar, wunderbar. Zack, okay, let's go. Und natürlich hier noch die letzten Teller machen. Ja, kein Problem, aber ich werde das Geschirr schon sauber mal kriegen. Und let's go, wir sind fertig. Ab geht es und in die Spülmaschine, tu mir alles rein. Warte mal, haben wir die Teller sauber gemacht? Und dann packen wir sie in die Spülmaschine rein? Und wieso shakt sie so? Und wieso ist sie jetzt schon fertig? Ah, da ist sie ja, unsere Lieblingslehrerin. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Pupspille. Oh yeah, okay, was ist eine Pupspille? Oh, wir machen jetzt in ihr Getränk was rein und Pups! Sie hat gepupst! Und, oh mein Gott, sie rennt ins Badezimmer. Renn. Okay, ich würde sagen, okay, wir holen mal einen Ballon. Und oh, da bekommt die gleich Wasser ab. Achtung! Und boom! Oh, wir sind im Geschichtsunterricht. Wer war der erste Präsident von Amerika? Und wieso sehen alle gleich aus? Außer ich. Jeder hat eine Schuluniform an. Rülpsen wir laut oder pupsen wir laut? Freunde, ich würde sagen, wir benehmen uns. Wir rülpsen natürlich und pupsen nicht. Denn man pupsen tut man nicht. Und, oh, das tat gut. Ew, kommt schon, übertreib nicht. Wer hat das getan? wie wir ausstehen. Donald Trump oder ich was? Es war Donald Trump, auf jeden Fall. Ich war das nicht. Und, oh mein Gott, alle lachen. Sei ruhig und setz dich sofort hin. Okay, Frau Lehrerin, ich bin ein lieber Schüler. Ich höre auf Sie. Ah, da ist sie. Okay, wir haben einen Hund oder ein Skateboard zur Auswahl. Wir nehmen natürlich unseren Hund. Okay, los. Oh mein Gott. Und sie rennt weg. Schnapp ihn. Schnapp sie. Und, haha. Braves Hündchen. Okay, als nächstes holen wir ein bisschen Kleber. Als ob ihr das nicht auffällt. Wir sind direkt neben ihr und schütten Kleber. Und, wer kann er da nicht ausstellen? Oh, oh, oh.
Es ist Zeit für eine Klassenarbeit, Freunde. Wie viele Freunde hast du? Mehr als 10 oder weniger als 10? Natürlich mehr als 10, oder? Genau. Macht dir die Schule Spaß? Ja, oder? Naja, es geht so. Ich bin ehrlich. Ich bin immer ein ehrlich, muss ich sagen. Es geht so. Was machst du denn in der Freizeit? Sport spielen oder Bücher lesen? Sport spielen. Ich werde Basketballer. Zack, wir sind fertig mit der Arbeit. Und welche Note bekommen wir? Oh, haben wir eine schlechte Note? Oh, der nächste Tag ist um. Gute Nacht. Tag Nummer 3. Wir stehen wieder auf. Oh, es ist unser Basketballtraining. Let's go. Stimmt, da war ja was. Hey, Coach, na? Hey, Mann, das ist dein Basketball-Teammate. Okay, moin, moin. Los, wir machen uns bereit für das Turnier. Okay, ich bin ready, sage ich mal. Ich bin ready, let's go. Es gibt sehr viel Raum zum Üben. Wir werden mit etwas Übung starten. Okay. Und boom, zack, let's go. Wir haben die Mitte getroffen. Aha. Ich werde Basketball-Profi. Zack, let's go, Coach, easy. Guck, nein. Aber knapp. Das Ganze war schon ganz schön knapp. Exzellenter Wurf. Boom. Okay, Volltreffer. Und okay. Einen haben wir daneben geschossen. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Sehr gute Arbeit. Wir werden uns morgen sehen. Das war's? Ich habe 5-mal Basketball geworfen. Und wieso hat jeder so ein cooles Trikot? Außer ich. Hey, Coach. Na, wann sehen wir uns? Bin ich Ihr Lieblingsschüler? Und Coach? 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 Hallo? Oh nein, sag nicht, ihr geht wieder ins Haus. Nein. Coach! Und er ist weg. Er ist weg. Naja, dann würde ich sagen, ab geht es zur Schule. Oh, was haben wir denn jetzt für ein Unterrichtsfach? Literatur, mein Lieblingsfach. Oh, ich spiele einfach Basketball im Flur. Wer bist du denn? Hey, was machst du? Bist du blind oder ich übe für mein Spiel? Du siehst doch, du hast uns sogar deine Brille auf. Hier, was ich gerade mache. Pass auf deine Sprache auf. Schau dir das an, was ich jetzt mache. Und boom! Oh, sorry, der Ball ist mir ausgerutscht. Wie kannst du nur? Komm sofort mit zum Direktor. Das war der Literaturunterricht, okay? Oh, da ist der Hausmeister. Oh, ich hab da so eine Idee, Freunde. Wie wär's mit ein paar Murmeln, die wir auf den Boden platzieren? Und zack, let's go. Okay. Oh mein Gott. Und Tja. Wer war das wohl? Ich würde sagen, als nächstes, was ist das hier? Ah, okay, wir platzieren ein Seil. Was macht der? Oder? Okay, das ist ein guter Prank. Und wir sind wieder beim Direktor. Warum spielst du Basketball im Flur? Meine Mama hat mir nicht erlaubt, zu Hause zu spielen. Deswegen habe ich hier gespielt. Warum das nicht? Sie möchte, dass ich ein Doktor werde. Deine Mama weiß, was das Beste für dich ist. Entweder ich weiß, was das Beste ist, oder ich möchte LeBron James werden. Ich möchte LeBron James werden. Auf jeden Fall der beste Basketballspieler aller Zeiten. Geh raus und hör auf, meine Zeit mit dir zu verschwenden. Alles klar? Bye, bye. Tschüss. Wir sehen uns. Hey, dass wir uns so schnell sehen, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Moin. Ich würde sagen, oh, er ist am Schlafen. Wie wäre es, wenn wir ihn mit einem Horn aufwecken? Okay, was müssen wir tun? Und, wow, aufsteht. Guten Morgen. Hey, na? Wie wäre es mit einem kleinen Punch, würde ich sagen? Und, boom, yeet. Wir haben ihn umgeheatet. Oh nein, es ist Zeit für die nächste Arbeit. Was ist die beste Lösung für... Okay, ich check die Frage nicht. Egal, ich kreuze einfach irgendwas an. Ja, genau, richtig. Das wird schon bestimmt richtig sein. Und 2 Meter, auf jeden Fall. Und naja, wir haben eine 6, schade. Der nächste Schultag ist um. Ha, das war wieder ein stressiger Tag. Tag Nummer 4 beim Basketballtraining. Basketball ist ein Teamspiel, also es ist wichtig, dass jeder von euch mitmacht. Los, lass uns ein bisschen passen üben. Oh ja, kann ich vielleicht auch mal ein Trikot bekommen? Oder wieso, wieso bin ich hier alleine am Start? Okay, zack. Okay, wir passen ihm. Pass rüber. Ich stehe frei. Okay, let's go. Super. Guckt euch das Ganze mal. Oh nein. Oh mein Gott. Hier, fang. Okay, hat ihn gefangen. Okay. Zack, let's go. Und da werfe ich den Korb. Wow. Du überraschst mich immer wieder, Kind. Sehr gut. Oh, was ist das hier? Inter-School Showdown. Oh, das ist jetzt das Turnier. Okay, ich würde sagen, let's go. Komm schon. Nach links. Yeah. Nein. Oh, wie beschreibst du deinen Style? Obdachlos oder stylisch? Ich bin immer fresh gekleidet. Immer mit dem gleichen roten Hoodie. Sogar beim Basketball. Wie oft duschst du dich?
jeden zweiten Tag oder jeden Tag? Jeden zweiten Tag. Okay, es war richtig. Welche Farbe magst du mehr? Braun oder blau? Was ist das für eine Arbeit hier? Blau, sage ich einfach mal. Und, okay. Was? Was war jetzt meine Note? Wow, okay. Der nächste Tag ist um. Ich glaube, die Arbeiten müssen noch korrigiert werden. Tag Nummer 5, Freunde. Heute werden wir mit dem Gewichtetraining starten. Wir müssen stärker werden als alle anderen. Was ist denn ein Gewichtetraining, wenn ich fragen darf? Starte mit ein paar Curls. Dein Bizeps wird brennen. Yo! Ich dachte, ich bin beim Basketballtraining. Auf einmal haben wir hier Muckis. Okay, okay. Wir tipp. Und let's go. Wir müssen immer stärker werden. Jawohl, wir trainieren weiter. Wir trainieren weiter. Ich check zwar nicht, was mit Basketball zu tun hat, aber okay, wenn mein Trainer das sagt, easy, dann schaffen wir das. Sehr gute Arbeit. Komm morgen wieder hin. Essen wir eine Pizza oder einen Apfel im Unterricht? Ich würde sagen, ich habe Lust auf eine Pizza. Hey, Pizza-Teil. Aber solange wir uns nicht erwischen lassen, ist ja alles in... Hey, gibst du mir ein Beispiel für, vitaminreiches Essen? Sagen wir nichts oder zeigen wir die Pizza? Ich habe hier zufälligerweise was. Wie wär's mit Pizza? Wir haben hier Tomaten. Das ist sehr gesund. Isst du gerade in der Klasse? Du hast uns gesagt, wir sollen was essen, oder? Ich hatte Hunger. Mein Körper hat gesagt, ich hatte Hunger. Ich kann nichts dafür. Nein. Gib mir das! Was? Junge, die hat die Pizza einfach gegessen vor meinen Augen. Aha, meine Lieblingslehrerin, Freunde. Ich habe sie vermisst, muss ich sagen. Wir werden sie jetzt mal ein bisschen pranken. Und fang das. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, 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 oh. Sie macht ein bisschen Breakdance. Okay. Hä? Sie ist aufgestanden. Was ist passiert? Stinkebombe. Oh, jetzt wird's ganz schön stinken hier. Okay. Oh, wir tauschen die Box aus. Sie geht an die Box und wird angefurzt. Der Klassiker-Pranker. Dieses Essen schmeckt scheußlich. Okay, ich würde sagen, wir schmeißen das Essen in den Müll. Oder auf den Boden einfach. Ja, wieso nicht? Was ist nur falsch mit dir, Mann? Es war aus Versehen. Es ist mir weggelaufen. Aus der Hand gerutscht. Mach es selber sauber. Mach mir es sauber oder mach mir es schlimmer? Okay, was, wenn wir es schlimmer machen? Was machen wir dann bitte? Und was machen wir? Wir zermatschen das ganze Essen und oh mein Gott. Und oh, warte mal. Mama, was machst du in der Schule? Sie kommt in die Schule, um sauber zu machen? Jo! Das war der nächste Prank. Beschreibe Schule in 3 Wörtern. Ein Platz zum Lernen oder die Hölle auf Erden? Ja, ich glaube, dazu sage ich auf jeden Fall nichts. Das war richtig? Was ist der Hauptgrund, wieso Leute sich scheiden? Weil sie vorher heiraten. Ich meine, ja, ohne sich heiraten zu lassen, kann man sich auch nicht scheiden. Das macht Sinn. Welches Tier ist fett und will immer Essen haben? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wie haben wir eine 1 bekommen? Mann, ich wollte eine 6. Oh, wir können jetzt hier im Basketballunterricht meditieren und alles, was negativ ist, können wir jetzt hier platzen lassen, okay? Das Gute kommt in unseren Kopf. Zack, Ärger können wir wegplatzen lassen. Traurigkeit lassen wir wegplatzen. Wenn das so einfach wäre, das wäre auf jeden Fall cool. Stress, boom, mit einem Schnipser weg. Okay, Spaß, komm in meinen Kopf. Hier, Wut können wir auch wegplatzen lassen. Liebe, weiter Hoffnung, alles rein. Nur positive Gedanken, Freunde, kommen in unseren Kopf. Matheunterricht, yeah, und oh, oben seht ihr, bald werden meine Eltern angerufen, Freunde. Okay, uns fehlt nicht mehr viel. Wer hat diesen Schwachsinn an die Tafel geschrieben? Haha, wir lachen, ich meine, diesmal war ich's wirklich nicht. Warum lachst du? Wieso stehen wir immer auf, wenn wir was sagen wollen? Weil es natürlich lustig ist, deswegen lache ich. Das macht doch auf jeden Fall Sinn. Sei ruhig und setz dich hin. Dankeschön, dass du ihn abgelenkt hast für mich. Hey, was machst du da? Nichts. Mache ich im Physikunterricht mit oder zeige ich ihm den Flugzeug, den ich gebastelt habe? Hier, ich bastel gerade einen wunderbaren Flugzeug. Wieso ich es mit dem Buch gemacht habe? Weil ich Papier brauchte. Ich bin ehrlich, Herr Lehrer. Ich bin auch immer ein guter Schüler. Nach der Schule kommst du hin für eine Stunde. Wie war's mit 3 Stunden? So als kleines Gegenangebot zum Verhandeln. Komm schon. Diesmal will ich eine 6 schreiben. Ich will unbedingt eine 6 schreiben im Test. Nein, ich bin einfach vor alles richtig. Ich lese mal nicht mehr die Fragen durch. Ich habe alles richtig. Der nächste Schultag ist da und Freunde, diesmal werden wir uns gar nicht benehmen können, dass wir endlich den Anruf von unseren Eltern bekommen und hoffentlich dann von der Schule geschmissen werden. Macht das auf jeden Fall niemals nach, Freunde. Seid immer nett in der Schule. Genau, hört immer auf eure Lehrer und schreibt gute Noten. Das ist ganz wichtig. Und komm, renn. Let's go. Okay, wir haben es geschafft. Du hast versagt. Ich werde deine Eltern rufen. Let's go! Ich meine natürlich was?
meine Eltern anrufen. Hier, nimm diese $500 und mach meine Noten besser. Komm schon, 500 Euro. Von wo ist das ganze Geld her? Ich hab's geklaut. Von meinem Papa habe ich das Ganze geklaut. Hm, ich bin immer ehrlich. Ich hab's zugegeben. Folgt mir in mein Büro. Oh yeah. Junge, wieso sind Sie so schnell? Ich komme schon, ich komme, ich bin da. Das ist deine dritte Warnung, bevor ich deine Eltern anrufe. Wir uns freuen, ey. Wir freuen uns eigentlich. Wir wurden von der Schule angerufen. Oh nein, was hast du getan, Sohn? Papa, ich sehe dich das erste Mal. Was machst du denn hier? Ich wusste nicht mal, dass ich einen Papa hab. Du hast mir immer gesagt, du bist Milchschuhe gegangen und ich möchte nicht drüber reden oder es tut mir leid. Ich möchte nicht drüber reden, okay? Ich möchte jetzt einfach meine leckeren Spaghetti mit Bolognese hier genießen. Aber ich möchte darüber reden. Dann rede mit meinen Lehrern einfach, okay? Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin ein gestresster Junge. Du wirst nicht entkommen mit diesem Verhalten. Mach den Boden sauber oder geh aus meinem Haus raus. Naja, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, so, wir müssen hier den ganzen Dreck hier schön wegsaugen, hier schön staubsaugen. Okay, aber ich glaube, ich meine, wir haben unser Ziel erreicht. Die Schule hat mit unseren Eltern angerufen, hat mit uns geschimpft. Zack, wir sind fertig. Voila, blitzeblank. Aber ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Direktor, Freund. Und zwar, der wird schon sehen, was er davon hat. Und, oh, okay, okay. Zack, zack, zack. Boom, okay, der Reifen ist repariert und, oh. Hallo, na, was geht ab, alter Freund? Hey, was ist mit den Reifen passiert? Ich hab sie repariert. Bist du verrückt? Wer hat das getan? Wie gesagt, ich war's. Genau, ich war's. Ich hab sie repariert. Wie kannst du nur? Ich werde mich bei deinen Eltern beschweren. Ha, let's go. Wir haben es geschafft. Das war unser Tag als schlimmster Schüler. Nehmt euch daran auf jeden Fall kein Beispiel und seid immer gut in der Schule. Like und Abonnieren nicht vergessen. Oder wie ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.